angekommen und der große Moment ist gekommen im Reptilium Landau. Der Skorpion Kunze soll entscheiden, wer wird das Rheinland-Pfalz-Derby gewinnen, Mainz oder Kaiserslautern. Und jetzt stehen wir vor dem Terrarium von Kunzes vernachlässigtem Patenkind. Moment, ich möchte dazu sagen, vielleicht vernachlässigt, aber nicht verwahrlost. Ja, wir werden ihn gleich sehen, wenn wir ihn erstmal holen. Ja, Gott sei Dank haben sich ja die Leute hier vom Reptilium wunderbar um Skorpion Kunze gekümmert. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Höhle wird der Skorpion klettern? Wir haben hier so zwei ausgehöhlte Baumstämme und das sind so zwei Vorzugshöhlen von dem Skorpion, der übrigens gerade Papa geworden ist. Wir haben erfahren, der ist ein bisschen nervös, weil er gerade Papa geworden ist. Seine Frau Kunze, die schleppt gerade die 6 Kinder irgendwie auf dem Rücken durchs Terrarium. Also wenn die gleich kommen, werden wir das sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Jedenfalls müssen wir jetzt natürlich erstmal klären, welche Höhle ist denn jetzt für wen? Welche Höhle ist für Mainz? Welche Höhle ist für Kaiserslautern? Und da haben wir uns einen kleinen Fußballfan geholt, den Max aus Karlsruhe. Der ist hier heute zu Besuch im Reptilium. Was hast du alles schon gesehen? Ich habe also einen Frosch habe ich gesehen, dann habe ich noch einen Schildkröte und noch ja, im Prinzip warst du die ganze Zeit in der Cafeteria. Ja. Kannst du ruhig zugeben. Ja, ja. Das habe ich früher auch so gemacht. Naja, so ist das beim Ausflug. Aber jedenfalls entscheidest du jetzt, für welche Mannschaft für welche Höhle steht. Also einfach mal die Pfeile reinstecken. Und du entscheidest. Man muss dazu sagen, Max ist eigentlich HSV-Fan, das heißt, er ist auch unparteiisch. Und er steckt jetzt die Mainz 05-Flagge in die linke Höhle und die Flagge vom FCK in die rechte. Wunderbar, Max. Vielen, vielen Dank. Du hast uns jetzt eine große Arbeit schon mal abgenommen. Vor allen Dingen kann uns jetzt keiner vorwerfen, wir hätten hier parteiische Höhlen ausgelegt. Die Höhlen sind also entschieden. Links Mainz 05, rechts Kaiserslautern. Und jetzt holen wir mein süßes Patenkind, den Kaiserskorpion Kunze. Mit Mainz 05 oder der 1. FC Kaiserslautern im großen Rheinland-Pfalz-Derby. Der Herr Wünstel, der Uwe, der ist quasi der Pfleger von meinem Patenkind. Wie ist denn der Patenkind Kunze heute so in Form? Also er ist in den letzten Tagen etwas nervös. Er wurde gerade vor 3 Tagen Papa und versucht natürlich die Babys ein bisschen zu verteidigen. Bin mal gespannt, was er zum Orakeln noch hat. Ja, genau. Er zappelt. Oh, also 3, 2, 1 und los geht's. Mach das so wie beim Marathon damals, Nadja. Komm, du musst ein bisschen motivieren, so wie du mich motiviert hast. Lauf, Kunze, lauf! Ja, ja, also in der Nähe ist er jetzt vom FCK-Tunnel da hinten. Also die FCK-Höhle, die hat er direkt angebaut und er ist mit einer Hand. Er ist drin! Er ist in der FCK-Höhle! Ist der Hammer! Er ist reingelaufen im FCK! Und das heißt, das Rheinland-Pfalz-Derby ist entschieden. Laut meinem Patenkind Skorpion Kunze wird der erste FC Kaiserslautern gegen Mainz 05 gewinnen. Kunze! Du wirst, also ich bin begeistert, es hat sich gelohnt, ihn mal länger nicht zu besuchen. Also, die Roten Teufel gewinnen gegen Mainz, sagt unser Skorpion Kunze. Und ob das wirklich so sein wird, das erfahren wir am Sonntag um 15.30 Uhr in Mainz. Und natürlich dann am Montag auch nochmal in der Guten Morgenshow für Rheinland-Pfalz.